Ja, B-Monster, Abendstadt für euch. Ich begrüße euch zu diesem wunderschönen Mittwochabend, haben wir das derzeit. Ich muss das Video für Freitag noch fertig machen und ich habe mir so gedacht, ja, Spätschicht, scheiß drauf, setz dich einfach nochmal hin. Und ja, worum geht's heute bei Dein Weg auf YouTube? Wir haben jetzt damit angefangen, euch ein kleines Vorwort zu geben. Ja, wir, ich mache das mit anderen zusammen, dieses Projekt. Und heute geht's darum, wir versetzen uns jemanden, der einen Kanal starten will, und das allererste, was ihr euch überlegen solltet, bevor ein Kanal überhaupt aufmacht, ist, welche Arten von Videos wollt ihr machen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Arten von Videos und ja, mach mal, ich habe jetzt so eine kleine Übersicht hier vorbereitet, zeige ich natürlich nicht, ich zeige euch dann bloß die einzelnen Folien, die ich hier noch da stehen habe. Und zwar habe ich jetzt so überlegt, als Videos bieten sich an normale Gameplays, Commentaries, Walkthroughs, Let's Play, Reviews, Editings, News, Komplettlösungen, Tipps und Tricks Videos, Guides und Tutorials und Gamecasts. Das sind so die geläufigsten Sachen, die mir jetzt einfallen würden, die man nutzt, wenn man in der Gaming-Branche Fuß fassen will, also in der Gaming-Szene auf YouTube Fuß fassen will. Und wir, also ich werde euch heute die größten erklären. Das sind halt die, die ich jetzt gesagt habe. Und gegebenenfalls gibt es halt zu speziellen Arten von, also zu speziellen Unterkategorien nochmal Video extra. Zum Beispiel werden wir euch erklären, wie man Commentaries gescheit macht oder Reviews. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an mit einem kleinen Vorwort. Das ist nämlich ganz wichtig. Macht bitte die Art von Videos, die ihr machen wollt. Lasst euch nicht von Abonnenten reinreden, von anderen Leuten reinreden. Wenn ihr Bock habt, bloß Commentaries zu machen, dann macht bloß Commentaries. Wenn ihr Bock habt, nach einem halben Jahr nicht nur Commentaries zu machen, sondern auch mal Let's Play zu versuchen. Macht das. Macht's ganz einfach. Es ist euer Kanal. Ihr seid am Ende eures eigenen Glückes Schmied. Und ich habe zum Beispiel Fehler gemacht. Ich habe mir in meinen Kanal ziemlich oft dummerweise reinreden lassen. Deswegen der auch teilweise ein bisschen rumgekrebst hat. Und ja, ich ziehe jetzt einfach mein Ding durch. Ich mache die Videos, auf die ich Bock habe. Und das ist was, worauf ich wirklich sehr, sehr viel Bock habe, dieses Projekt hier. Und ihr könnt die Meinung eurer Abonnenten berücksichtigen, aber es ist immer noch euer Kanal. Also ihr könnt euch Feedback holen. Das ist ganz wichtig für euch YouTuber oder für euch angehende YouTuber. Aber ganz wichtig auch, bleibt bei euch selbst, wenn ihr bloß Kommentare machen wollt. Wie gesagt, macht das. Und lasst euch auch nicht in Schubladen stecken. Seid flexibel. Probiert was anderes aus. Wenn ihr jetzt Bock habt, Kommentare zu machen und ihr merkt so, ja, auf diese Real-Life-Sachen habe ich nicht so den Bock. Und macht halt solche Gamecasts. Ihr könnt auch merken, also werdet auch merken, dass ich euch versuche, verschiedene Sachen passend zu machen. Das heißt, wenn ihr Commentaries macht, könnt ihr Gamecasts machen, könnt ihr Tutorials machen und versucht halt immer solche Stecksysteme, dass das eine auf dem anderen aufbauen kann, damit ihr auch ein bisschen flexibel seid, ein bisschen anderen Content bieten könnt und nicht halt immer bloß mit eben denselben Content ankommt und auch mal ein bisschen was anderes zeigen könnt. Versucht qualitativ zu arbeiten. Weniger ist manchmal mehr. Lieber zwei Videos die Woche. Werde ich euch gleich noch erklären, warum. Lieber zwei Videos die Woche, die wirklich gut sind, als jeden Tag ein Video, wo wirklich bloß Scheiße drin vorkommt. Ihr werdet merken, es ist zwar wichtig, auf YouTube aktiv zu sein, also dass eure Abonnenten merken, ihr seid aktiv auf eurem Kanal, ihr bringt immer Content, aber wenn ihr es wirklich nicht schafft, qualitativ hochwertige Videos zu bringen, dann macht lieber den Schritt, sagt, okay, ich bringe bloß zwei Videos in der Woche und dafür halt gute Videos, also ich mache drei Videos die Woche und dafür gute Videos, als lieber fünf Videos und das ist der größte Scheiß. Ihr solltet kritikfähig sein. Also wenn eure Abonnenten sagen, okay, hier, pass auf, deine Mikrofonqualität, die haut noch nicht so ganz hin, versucht ein bisschen was abzumixen. Leute, ihr fangt gerade erst an. Zur Not, es gibt doch immer YouTuber, die ihr fragen könnt, ey, hier, wie findest du die Mikrofonqualität? Einfach freundlich und nett fragen. Wenn er jetzt keine Zeit hat, dann lasst einfach sein, dann fragt jemand anderes. Aber wir sind Leute eigentlich, mit denen man reden kann, größtenteils. Und wir versuchen auch Tipps zu geben. Also ich zumindest jetzt kann jetzt so von mir reden. Und ihr müsst allerdings auch versuchen, euch weiterzuentwickeln und so was. Ihr könnt nicht ewig bloß die gleiche Schiene abspielen. Da geht es nämlich immer nach unten. Ihr müsst auch versuchen, was Neues aufzuziehen. Seid kreativ in euren Sachen. Und ich will euch jetzt gar nicht groß aufhalten mit diesem Vorwort. Ich habe auch, glaube ich, meine Punkte abgearbeitet. Genau. Eins noch. Ganz zum Schluss. Also doch oft gesagt, ich mache bloß ein Video, wenn ich Bock habe. Es ist auch so. Macht nur gerade Commentaries. Bei Commentaries macht man das sehr, sehr extrem. Macht bloß Videos, wenn ihr wirklich Bock dazu habt. Nicht, dass ich hinsetzt. Oh, ja, hier, das und das, im Spiel und ne. Und ja, da werde ich gekillt. Ach, das juckt mich doch eigentlich gar nicht. Nee, macht das wirklich, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn ihr Bock drauf habt, Videos zu machen, dann macht von mir aus drei Videos am Stück. Die habt ihr vorproduziert für ein paar Tage. Und wenn ihr keinen Bock habt, dann setzt euch auch gar nicht erst hin. Dann überlegt euch vielleicht irgendwas, was ihr in kommenden Videos zeigen könnt. Und
Ansonsten macht einen ruhigen, der Erfolg kommt nicht von heute auf morgen. Ihr müsst immer bedenken, das sage ich euch gleich zum Anfang, ihr werdet nicht in einem Jahr so groß werden wie Pete Smith, wie Commander Krieger, wie sonst irgendjemand. Macht's langsam, macht's gewissenhaft, dann werdet ihr merken, dass der Erfolg kommt und ihr werdet auch merken, dass die Leute eure Videos gerne gucken. Und ja, das Vorwort ist beendet. Also ihr wisst jetzt erstmal, dass ihr wirklich bloß Videos machen sollt, die euch Bock machen und worauf ihr Lust habt. Und ja, welche Art von Videos ihr machen könnt, das werdet ihr jetzt nämlich sehen, denn ich habe nämlich wieder meine PowerPoint-Skills ausgepackt und habe euch ein paar schöne Folien vorbereitet und erkläre euch ein bisschen was dabei. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, tut's einfach in die Kommentare reinschreiben, das wird dann alles demnächst nochmal aufgewühlt und ich werde wahrscheinlich dann noch so eine Special-Episode machen. Also, wir sehen uns jetzt unten in der PowerPoint-Präsentation. Bis gleich! So, fangen wir an mit dem ersten Punkt, die Gameplays. Guter Spiele Gameplays und ja, Gameplays mit coolen Setups oder mit besonderen Fahrzeugen, nehmen wir jetzt mal am Battlefield, werden immer sehr gern gesehen. Und das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr keinen Bock habt, selbst zu kommentieren, einfach nur guter Spiele Gameplays hochladen und anderen YouTubern zur Verfügung stellen. Das ist besonders für mich und für andere Kommentatoren sehr gut, denn wir haben nicht immer die Zeit, um selbst Gameplays zu erspielen. Und das kann auch ein bisschen Abwechslung bringen und natürlich bringt es für euren Kanal auch etwas. Das ist nämlich die Promotion. Denn wir müssen ja dann, also wir müssen nicht, aber wir tun dann den Link von dem Erspielten, also von dem Erspieler oder von dem Kanal in die Beschreibung reinpacken. Das ist natürlich was, was euch dann auch ordentlich Promotion einbringt, gerade bei größeren YouTubern. Ihr solltet allerdings dafür beachten, dass es wirklich guter Spiele Gameplays sind, also mit gutem Score oder richtig geil gerusht oder irgendwie sowas. Ja, ihr solltet keine lizenzfreie, also ihr solltet das nur mit lizenzfreier Musik unterlegen. Und ansonsten könnt ihr passieren, ihr bekommt Gamer-Strikes oder Inhalte von Drittanbietern. Ist halt immer zu überlegen, ob ihr es überhaupt macht. Ich würde es euch zum Anfang empfehlen, macht's nicht. Ja, die Gameplays bloß so hoch. Ja, wie gesagt, es sollte so gut es geht unbearbeitet sein. Am besten einfach die Aufnahmedatei hochladen. Das ist natürlich das Beste, was ihr machen könnt. Und die Verwender von solchen Gameplays sollten halt immer den, der das Gameplay erspielt hat, auch angeben. Und ja, wenn ihr sowas macht, habt ihr halt einen relativ guten Output. Und das kann zum Beispiel dann mit Commentaries und mit Tutorials kombiniert werden. Und dazu kommen wir später noch. Das nächste sind die guten alten Commentaries. Ja, Commentaries sind eigentlich nichts weiter derzeit, also bei den meisten, als ein einfacher Blog, also das, was sie so persönlich erlebt haben, mit einem Gameplay im Hintergrund. Das Gameplay ist dazu teilweise egal, meistens werden Shooter genommen, ihr könnt aber auch was anderes nehmen, zum Beispiel eine Runde Need for Speed oder eine Runde Assassin's Creed Online. Und ja, kann sich um das Spiel drehen, wie schon beschrieben, kann also um bestimmte Spielsituationen und können eine Spielhilfe sein oder auch ganz off-topic sein, also halt, wie geht's bei euch mit der Schule voran, was habt ihr für eine Ausbildung. Es ist sehr, sehr weit verbreitet und ihr solltet euch, wenn ihr sowas macht, wirklich Sinn und niveauvolle Themen auswählen, nicht irgendwelchen Mist von wegen, ja, ich habe letzte Woche die und die alte geknallt. Das geht eine Weile gut, aber am Ende ist es doch total niveaulos und was juckt mich, was ihr von der alte knallt. Ich will lieber hören, was ihr von der aktuellen politischen Lage in Syrien haltet, jetzt als aktuelles Beispiel mal genommen. Ja, ihr solltet eine wirklich gute Mikrofonqualität haben zu den Equipment, was ihr braucht, was ihr euch holen solltet, kommen wir nächste Woche. Aber soll bei sowas wirklich eine gute Mikrofonqualität haben. Das Ganze kann mit lizenzfreien Beats unterlegt werden. Das bringt dann noch so ein bisschen Pep rein in das Ganze. Das ist halt nicht so statisch, dass ihr halt bloß redet und einen Ingame-Sound habt, sondern auch durch diese Musik wird das halt ein bisschen aufgelockert. Es gibt verschiedene Formen davon. Das sind die Dual, die Live-Commentaries. Dual-Commentaries sind halt Commentaries, in denen sich zwei Personen unterhalten. So eine Art Interview, so eine Art Gespräch. Werde ich schon zeigen, wie das funktioniert, was ihr dafür braucht zum Aufnehmen. Und der Live-Commentaries ist halt live erspielt. Das bezieht sich dann eher aufs Gameplay als auf irgendwelche Off-Topic-Sachen, weil man halt dann auch wirklich sagt, ja, ich geh jetzt da und da lang. Also im besten Fall sagt ihr dann, ich geh jetzt da und da lang, weil ich jetzt da einen Gegner vermute oder ich da drüben einen Gegner gehört habe. Und ja, wenn, wie gesagt, Off-Topic-Themen sind, dann sind die Spiele im weitesten Sinne egal. Eigentlich sind die Spiele allgemein egal. Aber wenn ihr halt wirklich auf Topic redet, dann müsst ihr halt jetzt nicht ein Shooter-Gameplay oder sowas nehmen. Und ja, wenn ihr halt über Shooter reden wollt oder jetzt über bestimmte Situationen bei Battlefield oder Call of Duty, dann sollte es halt doch dann das Gameplay zu dem Commentary passen irgendwo. Ja, Commentary sind eine Form des Gamecasts. Was Gamecasts sind, erkläre ich euch später noch. Und es ist eher nachteilig, wenn ihr nichts habt oder nicht viel habt, worüber reden könnt. Deswegen ist es gut zu kombinieren, gerade mit Gameplays,
mit Gamecasts und mit Tutorials und Guides. Denn das ist so die Sachen, die man halt auch wirklich sehr einfach machen kann. Und ja, Kommentare sind eigentlich auch für Anfänger geeignet, wenn sie halt wirklich eine gute Mikrofonqualität haben und noch ein paar Themen haben, über die sie reden wollen. Und es wirklich gescheite Themen sind, über die sie reden wollen. Der nächste Punkt sind Walkthroughs. Das ist eine vereinfachte Form eines Let's Plays, denn ihr spielt das Spiel bestimmt nochmal durch und es ist relativ schnell aufgenommen und ihr habt auch kein persönliches Kommentar, also redet nicht nebenbei, sondern nehmt einfach bloß das auf, wie ihr das Spiel durchspielt. Ist halt auch relativ unpersönlich und ihr habt, wenn ihr jetzt wirklich eine gute Spielsammlung habt, wie ich derzeit, wirklich einen großen Output, wenn ihr halt das Zeug wirklich bloß durchspielt, schneidet, hochladet. Das kann sehr abwechslungsreich sein bei einer großen Spielsammlung. Und ja, ich finde solche Walkthroughs persönlich relativ gut, denn sie helfen mir in manchen Spielen wirklich weiter, wenn ich jetzt an bestimmten Stellen nicht weiterkomme, wenn ich da den Sprung nicht schaffe oder nicht weiß, wo ich überhaupt lang muss oder ein Rätsel ist, was zu schwer ist. Dann suche ich mir schnell einen Walkthrough bei YouTube und guck mal halt an, wie der Typ das gemacht hat. Können aber auch den Nachteil haben, das steht jetzt auch nicht hier drin, dass bestimmte Musik dann urheberrechtlich geschützt ist und die Teile gesperrt werden, also es ist immer so eine zwiespältige Sache. Aber wie gesagt, so ein Walkthrough ist halt eine vereinfachte Form von einem Let's Play, ohne Kommentar, ohne groß synchronisieren oder sowas, einfach bloß das Spiel hochladen, also schneiden, hochladen und fertig. Let's Plays sind die weitaus verbreitete Variante des Walkthroughs und sind auch weitaus persönlicher, denn ihr lasst eure Emotionen, eure Gefühle mit einfließen. Gerade jetzt bei diesen Horrorspielchen, wie sie derzeit Mode sind, Outlast zum Beispiel wird jetzt derzeit von Mustachian Guys Let's Played, da merkt man halt schon so, wenn sie erschrickt und so. Und auch gerade wenn ihr irgendwie ein sehr emotionales Spiel habt, wie The Last of Us oder, keine Ahnung, Heavy Rain oder so, merkt man halt doch schon, wenn ihr ruhig seid und euch wirklich das mal ein bisschen zu Herzen nehmt. Ihr könnt, wenn ihr gut seid, gute Let's Player seid und ordentlich geplant habt, einen sehr guten Output hinkriegen als Let's Player. Und ihr solltet auch, wenn ihr mit einem Let's Play-Kanal anfangt, nie anfangen, den Kanal aufzubauen und dann erst aufzunehmen. Fangt den Let's Play-Kanal erst an, wenn ihr schon mindestens 2 bis 3 Let's Plays gedreht habt und hochgeladen habt. Die Bearbeitung kann variieren, muss nicht zwangsläufig sein, aber je mehr das nachbearbeitet ist, schöne Titeleinblendung und sowas, umso hochwertiger wirkt das. Ihr könnt zum Beispiel auch, was ich mal machen wollte, beim Ende von einem Let's Play eine kleine Vorschau auf die nächste Folge geben. Lohnt sich aber teilweise auch nicht, weil es auch sehr zeitaufwendig ist. Die Spieleauswahl ist sehr entscheidend, also ihr müsst euch überlegen, was ihr zeigen wollt. Wollt ihr bloß die neuesten Spiele machen? Wollt ihr Retro-Games machen? Wollt ihr bloß, keine Ahnung, Game Boy Advance-Spiele machen? Es soll jetzt sehr abwechslungsreich sein, also nicht bloß permanent Shooter bringen, nicht bloß permanent Rennspiele bringen, sondern immer schön variieren zwischendrin. Mikrofonqualität sollte wie immer gut sein. Und ja, gerade als Tipp von mir, wenn ein Spiel neu erscheint, die möglichst schnell beenden. Also nicht, dass ihr jetzt, was erscheint demnächst, ihr macht ein Beyond Two Souls Let's Play zum Beispiel und ihr braucht 2 Monate, um das Spiel durchzuspielen. Das bringt es einfach nicht, weil dann haben auch die anderen Let's Player das Spiel schon längst durch und die Leute gucken sich es bei jemand anders an. Darum gerade bei solchen Sachen immer die Projekte möglichst schnell beenden, halt wirklich mal ein paar mehr Parts hochladen, ein bisschen vorproduzieren, wenn es möglich ist, denn dann kommt auch die Kundschaft, in Anführungszeichen, also die Abonnenten, und ja, freuen sich halt, weil sie das gleich weiter gucken können und nicht auf nächsten Tag warten müssen. Die guten alten Tests, nimm es einfach als Tests und ja, die Reviews sind sehr, sehr gewöhnungsbedürftig auf der einen Seite. Denn ihr braucht wirklich, wirklich gute Kenntnisse und Erfahrung als Spieler. Ihr könnt halt nicht so sagen, ja, ich habe jetzt vor 2 Jahren angefangen zu zocken, ihr braucht halt wirklich schon, ich würde mal denken, so mindestens 5 Jahre Erfahrung. Und auch müsst auch wirklich ältere Spiele schon mal gespielt haben. Ihr solltet die Sachen erst erstellen, wenn mindestens 75% vom Spiel beendet sind. Also ihr könnt jetzt keine Review schreiben oder kein Testvideo machen zu einem Spiel, was ihr jetzt gerade angefangen habt und da 5 Stunden gespielt habt, obwohl die Story da 45 Stunden geht. Das bringt's einfach nicht. Da habt ihr weder vom Gameplay viel gesehen, noch von der Story viel gesehen, noch sonst irgendwas. Deswegen solltet das Spiel zumindest einen Treffer durchgespielt haben, bevor ihr sowas machen könnt. Ja, eine Review fließt halt sehr viel persönliche Meinung und Empfindung während des Spielens ein. Ich würde euch einen Tipp geben, macht euch Notizen nebenbei. Das ist sehr wichtig, gerade bei bestimmten Stellen. Und wenn ihr das nebenbei aufnehmt, auch am besten irgendwie vermerken, ja, dann und dann, circa Stunde, damit ihr was habt, was ihr rausschneiden könnt, um das fortzuführen. Ihr braucht sehr viel Zeit dafür und Bearbeitung und Recherche. Ihr müsst halt auch gucken, wir haben das zum Beispiel andere Spielemagazine bewertet, wenn halt der Test schon draußen ist. Oder halt ein bisschen recherchieren über die Vorgängerteile. Ja, Nachbearbeitung ist so sehr wichtig.
also solltet ihr euch wirklich ein bisschen Zeit nehmen. Ein Skript zum Einsprechen ist sehr, sehr nützlich und es erleichtert auch vieles. Es sollte professionell wirken, was ihr da macht. Und ihr solltet eure Review in gewisse Abschnitte einteilen. Das heißt, ich teile meine zum Beispiel meine Review in Abschnitte ein. Lass mich kurz überlegen, Story, Technik, also so, wie sieht die Grafik aus, wie lässt sich das Gameplay handhaben und ja, Atmosphäre am Ende, genau, Atmosphäre, Story, Technik, Atmosphäre und ja, Gameplay kann man halt auch noch extra nehmen, das ist dann eure Sache, wie ihr das machen wollt. Audio- und Videobearbeitungskenntnisse sollten vorhanden sein, es sollte wie immer eine sehr gute Mikrofonqualität haben, zwischen 8-15 Headsets, naja, wir sind halt nicht so das Perfekte dafür. Und ist auch nicht für absolute Anfänger geeignet. Also wenn ihr jetzt anfangt, ihr habt noch nie irgendwas mit YouTube gemacht und ihr wollt jetzt Reviews machen, Leute, nee, vergesst's. Macht erstmal Let's Plays, macht euch erstmal ein bisschen eine Meinung zu den Spielen und dann, wenn ihr was mit Bearbeitung könnt, ein bisschen was mit Bildbearbeitung, Audiobearbeitung, dann könnt ihr anfangen, Let's Plays mit Reviews zu machen. Ich würde euch raten zu verbinden, also Walkthroughs, Let's Plays und Reviews. So habt ihr einen ordentlichen Output. Und gerade die Videos zeigen auch, dass ihr qualitativ hochwertige Videos machen könnt. So, die Editings, ja, davon habe ich eigentlich am Ende am wenigsten Ahnung. Aber sie sind meines Erachtens nach sehr aufwendig in Videobearbeitung. Ihr solltet da keine urheberrechtlich geschützte Musik reinpacken, ansonsten können es Strikes hageln für euch wirklich. Das ist nicht so praktisch. Ihr braucht Kreativität und halt auch wirklich Kenntnisse in Bearbeitung von Audio und Video. Also es muss halt wirklich geil aussehen und auch passen von der Musik her und so. Gute Editings können wirklich sehr erfolgreich sein, was ich mir persönlich immer wünsche. Es gibt ja auch Videos, also Musik mit urheberrechtlich nicht geschützter Musik. Es gibt Musik mit urheberrechtlich geschützter Musik. Es gibt Musik, die urheberrechtlich nicht geschützt ist. Wenn man solche Lieder mal komplett als Editing macht, das finde ich persönlich immer geil, wenn man so ein 3-Minuten-Lied hat und immer so ein geiles Editing dahinter. Richtig geil. Also dürft auf alle Fälle Zeit nehmen, das nicht überstürzt machen. Und ja, durch die längere Arbeit, die ihr damit habt, ist eher so ein mittlerer Output. Das heißt, ihr könnt es auch wieder gerne mit Commentaries verbinden, mit Hilfevideos, Tipps und Tricks und sowas. Ist halt dann eure Sache, wie ihr sowas verbindet, wie ihr sowas einfließen lasst in euren Kanal. Das sind halt, wie gesagt, bloß Vorschläge und Sachen, die ich mir jetzt vorstellen könnte, die man als Kanalstarter machen könnte. Wie gesagt, die Editings würde ich euch aber auch erst empfehlen, wenn ihr so ein paar Commentaries gemacht habt, ein bisschen was mit Audio- und Videobearbeitung probiert habt und so, dann könnt ihr euch an sowas versuchen. Ja, die News. ich mache es ja selber und es ist wirklich teilweise sehr viel Recherche notwendig, bevor man überhaupt die News machen kann. Wenn ihr sowas eins zu eins übernehmt von anderen Seiten, dann immer mit Quellenangabe bitte, denn ich meine, die haben sich die Arbeit gemacht, die News geschrieben und ihr kopiert sie eins zu eins. Da solltet ihr wenigstens so fair sein und zu sagen, okay, die News ist von da an da oder die News ist von da an da. Ihr solltet dabei immer auf den neuesten Stand sein. Wenn ihr euch auf irgendwas spezialisiert, nehmen wir jetzt mal an, ihr spezialisiert euch jetzt Call of Duty News. Aber ich sprach Fasching, ey. Call of Duty News. Dann solltet ihr wirklich up to date sein und wirklich fast täglich sowas hochladen. Also hier Patch dann und dann ist rausgekommen und da hat man die Veränderung. Und nächste Woche kommt der an der Trailer und habt ihr schon die und die Waffe ausprobiert. Und ja, kann sich auf sehr verschiedene Bereiche ausbreiten, gerade in der Gaming-Szene, halt allgemein Gaming, dann halt YouTube-Gaming-Kanäle, die Community bei Shootern, dass man halt sagt, hey, als News, keine Ahnung, WDPcast hat ein neues Video gemacht, Kaboom hat ein neues Video gemacht und es kann halt auch spielbezogen sein. Also das liegt dann in eurem Ermessen, wie ihr es halt handhaben wollt, das ist halt wirklich dann keine Vorgabe zu mir, sondern guckt halt, was euch interessiert, worüber ihr wirklich berichten könnt, wollt. Und ja, ihr solltet euch halt wirklich auskennen, gerade bei solchen Events wie der E3. Es ist wirklich essentiell, dass ihr da ja, nicht wach bleibt, aber dass ihr halt wirklich die Infos gleich am nächsten Tag raushaut. Gerade bei Events wie der Gamescom am besten vor Ort sein und auch wirklich dann irgendwelche Infos da zusammensammeln und dann auch als Video raushauen. Wenn ihr das täglich macht, habt ihr einen sehr guten Output, weil ihr mindestens pro Tag ein Video macht über die aktuellsten Geschehnisse. Das finde ich sehr gut. Ihr könnt es wieder als Let's Player verbinden, ihr könnt es wieder als Kommentator verbinden, ihr könnt es auch mit ganz anderen Sachen verbinden, ihr könnt bloß News machen. Ist am Ende euch überlassen. Aber wie gesagt, News sind immer eine schöne Sache und ich gucke es mir auch gerne an, wenn da irgendwas Besonderes drin ist. Also gibt mir erstmal einen fetten Daumen von mir. Also News sind nicht mal so eine schlechte Sache. Ja, Trophy Guides, das ist für die Hardcore-Gamer.
Ihr solltet euch wirklich mit dem Spiel gut auskennen, wenn ihr solche Trophy Guides machen wollt. Und es ist die perfekte Hilfe für Trophy- und Gamescore-Jäger. Denn ihr kennt das bestimmt alle. Ihr wollt die Platin-Trophäe kriegen, aber euch fehlt die fucking letzte Gold-Trophäe davor. Oder ihr wollt 1000 Gamerscore kriegen, aber euch fehlt noch was. Das ist halt wirklich sehr gut für solche Sammler. Kann auch als Komplettlösung erstellt werden. Und es ist teilweise auch bestimmt sehr zeitaufwendig, solche Trophy Guides zu machen. Ist halt dann wirklich bloß was für Leute, die es wirklich machen wollen und wirklich gute Spiele spielen wollen. Also die Spiele gut spielen wollen. Und ja, Komplettlösungen sind wie immer eine geile Hilfe für andere. Ihr müsst das nicht zwangsläufig mit persönlichen Kommentaren aufnehmen, es ist aber praktisch. Gerade bei schweren Trophäen könnt ihr halt Tipps geben, hier macht das so und so oder drückt schnell das und das, dann klappt es halt besser. Und ja, wenn ihr sowas machen wollt und halt gute Spieler seid, dann habt ihr halt einen mittleren bis guten Output. Wie gesagt, ihr könnt es halt mit Warcrews und Komplettlösungen verbinden. Passt sehr gut zusammen, auch mit Let's Plays teilweise. Also, ihr seht schon, es schachtelt sich alles so ineinander, was man so verbinden könnte. Und ihr müsst halt jetzt bloß für euch die Sache rauspicken. Okay, das interessiert mich, das ist nicht so. Also versuche ich mir erstmal dem und dem. Und der Beam hat gesagt, ja, das und das, das sollte ich vielleicht erst später machen. Dann mache ich das mal in einem halben Jahr. Probier ich mich mal gerade an. Das ist halt so eine Sache, die ihr dann selbst für euch rausfinden müsst, was ihr wann machen wollt. Ja, Tipps und Tricks ist eigentlich die vereinfachte Form von Trophy Guides. Ihr habt da bestimmt auch schon mal eine Stelle gehabt in dem Spiel, wo ihr aufs Verderben nicht weitergekommen seid. Gerade bei God of War oder sowas oder bei Dark und Demon's Souls, diese beiden Boxsperren, Rollenspiele, genau. Ist es wiederum richtig geil, wenn man eine Komplettlösung hat oder Tipps und Tricks Videos, wie man am besten vorgeht. Und ja, gerade wenn man jetzt auch fremde Spieler hat im Genre, wie jetzt, fangt an jetzt Shooter zu spielen, guckt euch bestimmt auch erstmal Tipps an, wie ihr besser Shooter spielen könnt. Und ja, könnt das wirklich sehr detailliert beschreiben. Wir können das mit Kommentar machen, ohne Kommentar machen. Ich finde sowas immer sehr, sehr hilfreich, gerade bei storybasierten Spielen, die nicht so einfach sind. Und ja, wenn ihr sowas halt aktiv und effektiv macht, habt ihr auch einen sehr guten Output. Wie gesagt, könnt ihr mit Trophy Guides verbinden, könnt ihr mit Let's Plays verbinden. Passt alles perfekt zusammen. Ja, Tutorials und Guides. Das sind teilweise sehr zeitaufwendige Videos. Und ihr solltet euch wirklich vorher genauso informieren. Nachbearbeitung ist nicht zwingend notwendig, aber es sieht immer geiler aus mit gescheiter Nachbearbeitung, gescheite Bildbearbeitung, gescheite Videobearbeitung. Gerade jetzt in unserem Bereich Shooter sind solche Tutorials und Guides richtig geil, weil es gibt viele Leute, die sich online verbessern wollen. Und das ist, wie ich finde, die perfekte Möglichkeit, um erstens Abonnenten zu kriegen. Und nein, das ist jetzt nicht auf Abonnenten gern oder Klicks gern, aber es bringt euch wirklich ein aktives Publikum, weil sie halt auch Fragen stellen. Und helft dann den Leuten, sich zu verbessern, was so wiederum was Gutes ist. Denn zum Beispiel nichts ist schlimmer, als Battlefield zu spielen in einem Team, wo keiner überhaupt weiß, wie er zur Bombe kommt. Oder wo keiner weiß, wie er das Ding überhaupt zünden muss. Das ist halt so eine Sache. Ihr braucht halt wirklich gute Kenntnisse in Video- und Bildbearbeitung. Mikrofonqualität sollte passen. Und ja, durch längere Bearbeitungszeit, ich schätze mal, wenn ihr wirklich euch auf Guides konzentriert, braucht ihr mindestens 3 Tage für einen guten Guide. Mindestens 3 Tage, wenn nicht sogar eine Woche. Eine Woche sollte drin sein für einen wirklich richtig geilen Guide. Und ja, es kann aber gut mit Commentaries und Gamecasts kombiniert werden. So könnt ihr zum Beispiel Commentaries machen, einen Tag, einen anderen Tag einen Gamecast und halt am Wochenende. Wenn halt die meisten Leute wirklich YouTube aktiv gucken, könnt ihr halt so einen krassen Guide raushauen. Kartenguide zu, keine Ahnung, Parasol Storm oder so, wenn sie dann draußen sind, die Karten. Also seht schon, das passt alles wirklich perfekt zusammen. Und gerade Tools und Guides solltet ihr halt nicht zum Anfang raushauen, sondern übliche Commentaries, dann macht ein paar Gamecasts wirklich mit guten Themen und dann könnt ihr anfangen, solche Guides zu machen, weil ihr euch wirklich im Spiel auskennt und dann läuft das nämlich auch. Ja, Gamecasts, da kommen wir schon zum nächsten Thema, denn das ist eine Form des Commentaries und ja, bezieht sich aufs aktuelle Geschehen. Das ist halt ein Kommentator, müsste man sich so vorstellen wie beim Fußball. Eigentlich müsste ein Kommentar so ablaufen, ja, ich gehe jetzt da und dahin, weil. Ja, ich schieße jetzt den und den ab, weil, und dann drehe ich mich, weil. Wird leider nicht so gemacht, deswegen nimmt diese Form die Gamecasts ein am Ende. Ja, könnt ihr nur wieder nützliche Tipps einstreuen, das passt halt auch wiederum zu diesen Tipps und Tricks Videos und zu diesen ganzen Guides. Ja, ihr könnt auf Veränderungen des Metagames eingehen, durch Patches oder durch Updates, was hat sich verändert, wie hat sich die Waffe verändert. Wie haben sich die Einheiten jetzt, zum Beispiel bei StarCraft, ist es sehr populiert, also sehr populiert, sehr populiert. Erfinde neue Worte, das Zeug von Kreativität.
es ist sehr populär, solche Sachen einzubeziehen wie, ja, diese Einheit, die hat jetzt 0,5 Speed weniger und sowas. Also ihr seht schon, ihr müsst euch wirklich mit dem Spiel dann wirklich extrem befassen. Und ja, solche Gamecasts sind halt, wie gesagt, die etwas krassere Form des Commentaries, die beziehen sich halt wirklich bloß aufs Gameplay. Und ja, haben wir schon wieder, kann zusammen mit Commentaries und so wird perfekt genutzt werden. Wenn ihr euch wirklich mit dem Spiel befasst, dann befasst euch mit dem Spiel erstmal. Wenn ihr euch jetzt mit Call of Duty befasst, dann fangt nicht an, größtenteils nicht mehr Battlefield zu spielen, sondern macht wirklich mal Call of Duty. Wenn ihr davon richtig Ahnung habt und das auch richtig läuft, könnt ihr euch dann noch um ein zweites Spiel kümmern. Aber mein Tipp ist, wenn ihr euch wirklich an sowas hängen wollt, also an Commentaries, am Gamecast, an Guides, befasst euch wirklich mit einem Spiel erstmal permanent. Denn so kriegt ihr Ahnung, so kriegt ihr Erfahrung. Gerade solche Kartenguides oder sowas. Dafür braucht ihr wirklich sehr viel Erfahrung. Ihr müsst die Laufwege kennen, ihr müsst zum Beispiel auch wissen, wo könnten Gegner stehen, wo können die Headlitschen. Gerade bei Battlefield ist so, ja, wie komme ich am schnellsten zur Bombe, wo komme ich am besten lange ohne großen Widerstand, wie schleiche ich mich am besten durch. Und ja, solche Gamecasts helfen euch dann, auch bessere Guides und Tutorials zu erstellen. Ja, das war's. Und wie gesagt, demnächst, also übrigens kein Tatsache hier, demnächst gibt's dann halt den Equipment Guide. Was braucht ihr zum Aufnehmen? Welches Mikrofon empfehle ich euch und welche Mikrofone? Und seid gespannt, es gibt auf alle Fälle noch sehr viele schöne Videos, die sind alle schon in Produktion und Bearbeitung, habt ihr nicht gesehen. Und ja, bevor ich euch jetzt noch zutexte hier, das Video war schon lang genug, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.